Und damit herzlich willkommen zur vorletzten Mission der GDI-Kampagne, und zwar Mission 15. Hier sehen wir noch ganz kurz die Statistik von Mission 14. Aus sehr, sehr durchaus einleuchtenden Gründen, kann man sagen, bei diesem weißen Flash, der immer wieder kommt, vom letzten Mal wieder. Okay, dann gehen wir mal 15, 16, nee, halt, Moment, 17 bis... 17, 18 haben wir jetzt, glaube ich, ne? Okay, dann haben wir jetzt 17 und... Aber vorletzte Mission ist nach wie vor richtig. Okay, los geht's. Alle Außensensoren sind blind, Sir. Wir sind nicht einsatzfähig, solange dieser Ionensturm anhält. Verdammter Sturm. Nicht jetzt. Ich kann nicht ewig warten, McNeil. Dann muss ich eben zu dir kommen, um zu kämpfen. Diesen Kampf wirst du verlieren. Ich habe den Kampf schon gewonnen. In diesem Moment transformiert sich die Erde in ein jungfräuliches Paradies, ein Eden. Bereit für die Geburt einer neuen Rasse. Eine Rasse, deren jüngstes Mitglied du selber sein wirst. In wenigen Stunden schon. McNeil wird kommen. Er hat deine Raketen gestoppt. Er wird auch dich stoppen. Dann wirf einen Blick auf die Zukunft. Solange du noch Augen dazu hast. Im Sprengkopf dieser einen Rakete befindet sich genug Tiberium für eine Transformation des ganzen Planeten. Du wirst sie nie fliegen sehen. Das solltest du dir nicht wünschen. Ich bezweifle, dass es einen Platz für Mutanten gibt in der klinischen Welt der GDI. Bereitet die Patientin auf die letzte Tiberium-Infusion vor. Und schickt ein Begrüßungskomitee los für ihre Freunde. Was war das? Sie greifen uns an! Alle auf! Auf Kampfstation! Beschützt die Kodiak um jeden Preis! Ja, da geht's los, mitten im Ionensturm. Yay! Jetzt sollten wir eigentlich keine Auswahl mehr haben. Genau! Vorsicht! Kane ist entschlossen, sie zu vernichten. Wir können während des Sturmes nicht starten. Daher müssen wir die Kodiak verteidigen, bis der Sturm nachlässt. Die Produktion läuft eingeschränkt. Die Ausrüstung kann häufiger versagen. Vorsicht ist angeraten. Ja, super. Ja, ich würde sagen, wir haben bis jetzt, glaube ich, nur einmal einen Ionensturm gesehen. Das war, als wir das UFO verteidigen mussten. Jetzt haben wir den ganzen Spaß nochmal. Ja, wohl. Hallo MBF. Gut, dass wir eine Basis haben. Bitte irgendwo Tiberium, das ich nutzen kann, weil eine Basis mit nur 5000... Aua. Mit nur 5000 Aua ist so eine Basis echt nicht gut, ne? Gehst mal weg. Das kriegt die Infanteristen schon ganz gut hin. Oh Gott, nee! Hallo Artillerie! Ah, das ist uncool. Das ist mehr als uncool. Machen, bitte. Einmal hier wegmachen. Einheit verloren. Ja, da rechts ist Artillerie. Da würde ich ungern hin. Oh Gott, den MBF einfach so unbeaufsichtigt durchzuschicken. Da fühle ich mich auch nicht wohl. Aber ich habe kaum noch was übrig. Einheit verloren. Gehst du bitte endlich kaputt? Ich habe auch bitte gesagt, lieber Panzer. Ah ja, bezüglich der Zwischensequenz sage ich gleich noch was, aber erstmal möchte ich mich irgendwo ein bisschen sicher fühlen, bitte. Was ist jetzt eigentlich das Ziel? Ich meine, klar, wir sollen überleben, aber gibt's noch mehr als überleben? Wir haben nicht mal einen Timer oder sowas. Seien Sie gewarnt! Ja, ja, verteidigen Sie, zerstören Sie alle Untereinheiten. Ja, geil, so viel zum Thema verteidigen. Schön. Da drüben ist Artillerie. Oh, hi. Ja, genau, das... Oh, nö. Oh, nö. Okay, es sah erstmal saftiger und schöner. Aber woanders ist das Gras immer grüner, ne? Aber wollt ihr mich verarschen?
Das gibt's doch nicht. Gibt's hier wirklich nirgendwo Tiberium? Außer, dass da unten was auch noch von Artillerie geschützt wird. Ich möchte noch ein ganz kleines bisschen rüber gucken, bevor ich neu starte, weil das werde ich machen müssen. Da komme ich nicht dran vorbei. So viel ist schon mal sicher. Aber... vor allem der Panzer hat mich das geleert. Ja, geil. Schön, dass du nicht triffst. Hier muss doch irgendwo was sein. Oh, das ist doch was, oder? Ja, es ist sogar blaues. Das ist nice. Ja, gut. Okay. Das heißt, ich müsste mich vielleicht schon irgendwo hier in die Ecke aufbauen oder so. Oh, das ist nur so ganz leicht Sporen regelrecht nur. Das sind Sporenelemente. Ich bräuchte viele Titanen und müsste einfach dieses Ding stürmen. Oder? Ja, nee, ich glaube, ich bräuchte meine Fliegerlein. Das heißt, ich werde einfach an Ort und Stelle die Basis aufbauen. Ich glaube, das ist durchaus clever. Schön, dass du dich aufbaust, aber ich gehe einfach. Ja gut, was will ich tun? Ich tue einfach, was ich nicht lassen kann und so. Einfach sofort aufbauen, bitte, danke. Neue Baumöglichkeiten. Andere Möglichkeiten sehe ich gerade nicht. Dann nicht von der Artillerie zerschroten lassen. Ich habe gehört, das soll lebensverlängernd sein. Neue Baumöglichkeiten. Ja, hi. Zwei Panzerlein. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah, ich kann es reparieren. Immerhin. So, macht mir mal die Maulwürfe weg. Immer dran denken. Ne, Moment. Das war mit den Igeln, ne? Immer umdrehen und von unten auslöffeln. Ja, bezüglich der Zwischensequenz. Ich finde es ja irgendwie überraschend, wie persönlich Kane es immer mit McNeil hat irgendwie. Da merkt man, dass die gesamte Story irgendwie um diesen strahlenden Helden mit McNeil designt ist, weniger um das große Zweck irgendwie. Ja, einfach so, Kane nimmt hier wirklich viel mehr diese Rolle so von so einem absolut typischen Erzbösewicht ein. Also, so ähnlich wie bei einem James-Bond-Film oder so, ne? Also, McNeil, diesmal wirst du meinen Plan nicht vereiteln. Neue Baumöglichkeiten. So, lieber Sammler, du gehst mir jetzt mal da hoch, wo ich diese kleinen Tiberium-Spürchen gefunden habe. Und wir haben übrigens auch bei Kane gesehen, dass er ein bisschen, nicht mehr ganz so frisch aussieht, wie man vorher auf dem Bildschirm gesehen hat. Das liegt ganz einfach daran, dass Kane ein bisschen digital aufgehübscht hat sich selbst, so in den Videoübertragungen. So wie er jetzt aussieht, ist tatsächlich sein aktuelles Antlitz. Und ja, das ist noch die Verletzung vom ersten Tiberium-Krieg. Denn es ist kanonisch das Ende der GDI, wo man mit der Ionenkanone drauf geböllert hat, auf ihn. Und er sich da so hingestellt hat und das Embrace, also so empfangen hat, einfach mit offenen Armen. Ja, das ist das kanonische Ende. Da hat Kane einfach mal so schön Ionenkanone mitten ins Gesicht.de bekommen. Und hat dementsprechend Schaden davon getragen. Klar, jeden normalen hätte es da geröstet, also komplett, also da wäre gar nichts mehr übrig, keinerlei Spuren mehr. Da Kane mehr oder minder unsterblich ist, ist halt die Frage, wie weit man diese Unsterblichkeit von Kane treiben kann, aber Kane ist halt weitgehend unsterblich. Er kann aber trotzdem Schaden nehmen und braucht Zeit, sich zu erholen davon. So verstehe ich. So habe ich das in der Lore verstanden. So wurde das immer kommuniziert und so geht man eigentlich davon aus. Und ja, also ist ja schließlich auch der Kain von Kain und Abel, von der Geschichte. Der hier seinen Bruder ermordet hat und den Fluch der Unsterblichkeit bekommen hat und etc. pp. Und Kain, wie wir mitbekommen, will sehr, sehr gerne den gesamten Planeten mit Tiberium überziehen und eben auch die Lebewesen verändern darauf. Und er ihr Miesen, das darf doch nicht. Wie arschig bauen die sich jetzt einfach hier oben auf? Ich glaube, es hackt. Alter, das darf doch nicht. Wie schnell kamen die denn auch? Ich hatte nicht mal die Chance. Aus da, hoch mit euch. Junge, nicht, warum läufst du denn? Ey, wenn man das nicht weiß, ist man total am Arsch. Ohne Scheiß. Wird gebaut. Einheit bereit. In Ordnung. Schön, dass du dich... Fliegst du mal... Warum fliegt der denn nicht? Dass man das nicht manuell sagen kann, ne? Einheit bereit.
Artillerie ist eklig, wollte ich nochmal gesagt haben, ne? Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Ich sehe meine Chance gerade in den Gleitjägern. Mal, bitte, das rettet mich. Nochmal bitte hier hoch, danke. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Habt ihr Moment. Oh nein. Aufhören, die zu bauen. Gestoppt. Ich nehme mal an. Oh, shit. Aufgrund der aktuellen Ungereimtheiten mit dem Ionensturm können unsere Gleitjäger wahrscheinlich nicht mehr fliegen. Dementsprechend ist es ein bisschen Verschwendung, die zu bauen. Ja toll, keine Lufteinheiten und wir haben Artillerie als Gegner. Ich fühle mich geehrt. Hauptsache die Artillerie kann noch voll sauber schießen im Ionensturm. Finde ich klasse. Ja, nice. Ich glaube, ich kann mich an die Mission erinnern. Ich glaube, die fand ich schon immer bäh. Es kann doch sein, dass ich meine Kindheit meistens nie über diese Mission hinwegkam und ich deswegen das Ende nie so richtig kannte. Naja, so. Ist mir gerade mein Titan... Nee, ich glaube, ich habe den schon verloren, aber... Ja. Wenn wir jetzt kein weiteres... Gut, ich meine, da unten war noch ein Siberiumfeld, aber um das zu stürmen, bräuchte ich mehr Titan im Idealfall, um einfach reinzupreschen. Weil anders könnte ich mir nicht... Ich wüsste nicht, wie ich anders... Da rechts war doch jetzt dann irgendwann die Artillerie, ne? Wir machen mal ein kleines bisschen schneller. Ah, hi. Das ist schön zu sehen, dass hier noch mal ein kleines bisschen Tiberium ist. Eine kleine Lieferung oder so. Wenn ich leider auch kein Radar habe, wüsste ich nicht mehr, ob ich in der Zwischenzeit... Au. Ja, Artillerie. Super. Macht immer mega viel Spaß, muss ich sagen. Das ist auch die Band. Okay. Zu wenig Geld. Wie komme ich denn zu dieser Ehre, zu diesem Tiberium zu kommen? Jetzt ein zweiter Sammler ist halt, ja, es wird es ein bisschen beschleunigen, aber das Tiberium ist eh gerade sehr stark eingeschränkt. Solange ich jetzt nicht zumindest einen Tiberiumbaum finde, soll ich mit meinen Ressourcen sehr sparsam vorgehen. Nee, das sind einfach normale Bäume, das ist kein Tiberium. Bau abgeschlossen. Mir wurde Tiberium versprochen. Neue Baumöglichkeiten. In Ordnung, schon unterwegs. Ich meine, wenn ich hier oben eine Basis errichtet hätte. Ich meine, ich hätte sehr wenig Bauplatz gehabt, aber ich hätte mich hier halbwegs safe. Ja, gut, okay, ne? Ja, doch, die Artillerie könnte mich trotzdem anschießen, so ist es nicht. Alles klar. Ich weiß halt nicht, ob die Impulskanone. Weil ich wette, ich kann keine Orgas machen. Die Werkstatt, die Sachen bringen mich. Das Einzige, was mich jetzt wirklich weiterbringt, ist ein paar Titanen rauszudrücken. Alles klar. Mit denen eben entsprechend einfach die Artilleriestellungen zu stürmen. Ja, genau euch meine ich. Ihr Miesen. So, wir haben jetzt 401. Mal gucken, wie viel bekomme ich denn für so eine ganze Ladung? Und eine Handvoll bekomme ich noch. Also 1,5 Titan pro Ladung. Das ist okay. Ja, hi. Einheit bereit. Ich versuche einfach mal über euch drüber zu laufen, wenn ihr nichts dagegen habt. Drei oder ich würde sogar sagen, vier hätte ich gerne. Zu wenig Geld. Knack. Sehr gut. Eine Werkstatt kostet aber ziemlich viel, ne? 1200. Langfristig wird es sich lohnen, die Werkstatt zu haben? Ja. Okay.
aktuell weiß ich nur einen Punkt, den ich gerne hätte, und das ist das Tiberiumfeld da unten. Ja, hier. Wird gebaut. Eigentlich kann ich das Radar wieder verkaufen. Es sei, na, kann sein, dass es für die Technologie gebraucht wird. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich weiß halt nicht, inwiefern ich im Idealfall mit den einen Einheiten hier stürme, um mir ein bisschen Zeit zu verschaffen, dass wir in die Artillerie schießen. Mit den Titanen gehe ich durch. Ihre Anweisung? Schon unterwegs. Alles klar, alles klar. Schon unterwegs. Das ist jetzt halt essentiell, dass ich mir dieses Feld hier sichere. Einfach wegen seiner puren Leckerheit. Mann, hier ne. Ah, da ist die Artillerie. Okay. Kein Ding. Kümmere ich mich drum. Mach mal. Und da ist sogar ein Bäumchen. Oh ja, oh ja, oh ja. Haben will. Wisst ihr was? Kack drauf. Wir kriegen das Ding sogar. Wir kriegen's. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, geil! Ich das Ding nochmal neu starten? Vor allem jetzt, wo die Teufelszunge nicht. Ich glaube, ich könnte es von diesem Punkt schaffen, den ich vorhin hatte. Sir? Abgebrochen. In Ordnung, Sir. Alles, alles klar. Einheit bereit. Was? Cyborg schon schneller links. Einheit bereit. Jetzt hast du. Was ist das für eine Reichweite? Ja, bitte. Erledigt. Oh mein Gott, ey. Bitte ohne die, ohne den Schaden. Danke. Okay, wir haben jetzt gleich einen schönen Teufelszugenangriff. Ich bin ganz überlegen, ob es nicht doch besser wäre, einfach neu zu starten. Und ich meine, da oben links zu holen, das Tiberium, das wäre erstmal eine Idee, und dann nach unten zu stürmen. Ich glaube, so ist es wahrscheinlich auch gedacht. Ja, bitte. Motoran, erwarte Anweisungen. Ja, bitte. Verstanden. Sir, right, sir. Einheit bereit. Einheit bereit. Erledigt, Motoran. Ja, sir. Wenn ich das Ding verkaufe... Erwarte Anweisungen. In Ordnung. Ist es weg. Ich weiß, danke. Nee, tatsächlich ist es gar nicht mal so schlimm, wenn es weg ist. Ich kann zwar. Ich kann die Gleitige immer noch bauen, okay. Wird gebaut. Why ever? Blaues Tiberium übrigens, da wurde ich auch berichtigt, kann hier noch nicht nachwachsen. Es kommt erst mit Feuersturm, dass Blaues Tiberium nachwachsen kann. Sowohl was Einzelkristalle angeht, als auch überhaupt die Verbreitungswege. Und also, das sind jetzt aber keine Teufelszungen, ne? Das ist noch viel mehr Zeug. Aua. Na, wo sind sie denn, die Züngchen? Ja, hier? Oh, es sind noch zwei, habe ich mich denn. Ich muss erst danach. Das bisschen Geld würde ich gerne noch mitnehmen. Ja, hier? Ja, bitte? Verstanden. Ich habe halt leider unnötig Geld für die Gleitjäger ausgegeben. 600, das ist fast ein Titan. Das war eigentlich echt verschwendet. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Ansonsten starte ich wirklich nochmal neu und mache das nochmal schnell. Ach, schauen wir erstmal, ob wir uns vielleicht doch irgendwie durchstruggeln können hier. Jetzt cool. Diesmal. Interessant, dass diesmal jetzt die BMTs kamen, aber keine Teufelszungen. Verrückt. Hm. Da kommen die genau in dem Augenblick, wo ich. Ich würde es nicht mal. Ich würd's, mich würde es nicht mal wundern, wenn die genau in der Sekunde kommen, wenn ich nach unten expandieren will. Und dann hätte ich ein kleines Problem. Ja, geil. Sammler wird angegriffen. Was bist denn du für ein Weg laufen? Und was? Ey, diese Kackartillerie, ey. Ihr wisst, wo der Spaß liegt. Ja, ihr und Gas. Sir? Cyborg zur Stelle. Alles klar. Verstanden. Schon unterwegs. Wird ausgeheilt. Okay, machen wir zuerst die Sachen hier weg. Die Artillerie schießt noch nicht auf uns. Sir? Ja,
Hallo, Mod. Einheit verloren. Ihr geht bitte durch. Zu wenig Geld. Ja, wer hätte es gedacht? Das Wort müsste eine Sammler zurück. Das könnte eventuell reichen. Na gut, ich weiß, wie es reichen würde. Okay, das Ding haben wir gesaved. Und da könnte ich jetzt eigentlich mit zwei Sammlern arbeiten, effektiv. Ja, was zur Hölle? Das ist doch... Ja, ist okay. Oh mein Gott, Sammler, musst du wirklich diesen Weg nehmen? Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. In Ordnung, Sir. Verstanden. Sammler wird angegriffen. Sir? Erledigt. Nein, das... Sammler wird angegriffen. Alter. Geh den sichersten... Nein, nicht da lang, nicht da. Oh Gott, was tust du? Na, aus dem Weg, aus dem Weg. Alter, ihr wollt mich umbringen, ey. Einmal abgeben. Wenn es nicht reicht, dann verkaufe ich sogar noch die Tiberium-Raffinerie. Als nächstes muss ich dir irgendwie zerstören, aber das ist auch leichter gesagt als getan, ne? Ich weiß, Betonplatten würde ich gerne machen, um mich, das hier nicht alles zu kratern, Landschaften durch die Artillerie, aber Geld ist gerade ein leichtes Problem. Ganz kleines. Sollte reichen, okay. Ah, ich werde die alte Eva. Die alte Eva kaufen. Ja, genau, darunter. Oh, er hat's erkannt. Sehr schön. Bau abgeschlossen. Oh mein Gott, wo gehst du lang? Sammler wird angegriffen. Ja, Sir. Ja, Sir. Fuck! Okay, ich lade. Zumindest den Punkt. Bitte einfach abgeben und dann ganz normal langfahren, ohne von der Artillerie zerschossen zu werden. Ich weiß, es mag vielleicht noch viel klingen, was ich verlange, aber irgendwo... Also das wäre nämlich das ganze Geld verschwendet einfach nur. Aber ich könnte dann für die alte Raffinerie, die ich verkaufe... Mir gleich wieder ein paar. Ja, dann kann ich das Ding gleich stürmen. Ich glaube, das ist wichtiger. Einheit. Bau abgeschlossen. Kriegt das nirgendwo anders gescheit, überhaupt auch nur ansatzweise näher? Einheit bereit. Gebäude verkauft. Du gehst mir runter und ich hole mir jetzt noch den einen oder anderen Militär. Okay, geht mal alle rüber und versucht den irgendwie auszuschalten. Während er gerade noch auf den Sammler fokussiert ist. Das ist die Chance, die ich gerade sehe. Holt ihn euch, holt euch die Artillerie. Das ist das Stück. Was ist jetzt eigentlich mit den Teufelszungen? Warum kommen die jetzt plötzlich nicht mehr? Einheit verloren. Einheit verloren. Ich kann treffen. Einheit verloren. Ach, da drüben ist auch nochmal. Das ist halt alles von Artillerie geschützt. Aber wenn die nicht mehr da wäre, dann hätte ich so viel mehr. Oh, fuck, ich hätte einfach alles verloren habe, ne? Einheit verloren. Okay, aber die äußere, die mich übelst penetrant hier. Zu wenig Geld. Richtig penetrant. Da. Lagert hat's, die ist schon mal weg. Sir? Sammler regenerieren sich auch wieder ein kleines bisschen. Und ich glaube, jetzt sollte ich dann nicht mehr direkt angeschossen werden, weil der äußere war wirklich der so richtig weit gestretcht ist, einfach nur über seine Reichweitenkompetenz hinaus. Vielleicht nicht ganz, vielleicht haben wir es. Jetzt muss ich mit den Titanen den Soldaten echt erschießen, weil sobald ich näher rangehe, werde ich bebellert. Na gut, das geht aber noch. Okay, mit zwei Stück müsste ich eigentlich nach genug rankommen. Einheit bereit. Vielleicht. Oh Mann, hört doch auf mit dem Scheiß. Den kaputt, dann geht's auch weiter auf das Ziel. Oh Mann. Die Mauer vom Bauhof würde mir auch nicht wirklich was bringen, weil diese Teufelszungen schießen einfach über Mauern drüber, dann ist das komplett Wumpe. Jetzt hab ich drei. Die Gesunden gehen mal vor. Ich möchte nur die Artillerie weghaben, damit ich mich hier frei bewegen kann.
Das ist nämlich gerade das Schlimmste, dass ich hier wirklich komplett übelst eingeschränkt bin. Ja, Sir. Sir? Motor an. Ja, Motor an. Jetzt kommt hier eine ganze Cyborg-Kolonne. Ja, Tick, Trick und Track in Cyborg-Variante. Ja, die kriegt man kaputt, okay. Einheit bereit. Okay, okay. Will ich bitte den zweiten nicht? Schieß bitte nicht auf den. Oh. Aber gut, wir haben Ruhe, wir haben Ruhe, wir haben Ruhe, wir haben Ruhe. Jetzt ein Titan gegen drei Cyborgs? Ich weiß nicht. Ich habe gehört, das eine Kraftwerk ist erstmal unnötig. Oh nö, da kommen ja noch mehr. Ich halte den mal kurz ein bisschen weg. Jetzt steckt der echt an dem Soldaten fest. Ich krieg die Krise. Das darf doch echt nicht wahr sein. Alarm! Alarm! Zu wenig Geld. Bisschen knapp für meinen Geschmack, das alles hier. Einheit verloren. Einen Cyber kriege ich noch kaputt, dann kriege ich hoffentlich noch einen Titan irgendwie nach. Waffe, gib doch einfach ab wie ein ganz normaler Mensch! Verloren. Oh mein Gott. Sammler wird angegriffen. Einheit bereit. Das ist ja wirklich purer Terror, ey. Wird gebaut. Okay. Okay, okay, okay. Durchatmen, jetzt haben wir es vielleicht. Wenn ich jetzt die Cyborgs hier restlich kaputt kriege. Okay, ja, hol dir das restliche Tiberium da. Schlabber, schlabber. Nom, nom. Ab jetzt startet Operation Wiederaufbau. Kommt jetzt echt der Techniker her und schielt hier meinen Bauhof an? Das wird echt noch knapp mit Titan gegen Cyborg. Bitte ein Titan mehr. Das gibt es nicht. Der hat echt noch verloren. Komm, mach rein. Das ist fertig. Meine Güte, ist das ein Zahnfleischgekrieche hier. Ich hätte gerne noch einen Sammler mehr. Ja, erstmal noch einen zweiten Titan, bitte. Jetzt, wo ich wenigstens die Artillerie los habe, jetzt könnte ich vielleicht... Jetzt sammelt er mir mein... Sammelt er mir mein Superherium weg. Verdammt, nein. Okay, okay. Im Süden habe ich aber noch die Stelle. Und hier oben könnte ich auch noch... Einheit bereit. Erstmal hier... Du gehst mir da unten hin, sobald du fertig bist, gehst du mir da hoch und holst mir noch das Dunkelblaue. In der Hoffnung, dass ich da nicht angegriffen werde auf dem Weg. Oh mein Gott, ey. Nein, nein, oh Mann, ich will schon wieder in die Option gehen. Ja, bereit, Sir. Sir, Sir, bereit, Sir. Nee, du gehst mir nicht da hoch, du gehst mir so. Das müsste der Techniker gewesen sein, ne? Das war bestimmt der Techniker. Alter, die Mission, ey. Ja, zu wenig Geld. Ja. So, ein zweiter Titan. Dann hätte ich zumindest schon mal Double Gun, Double Fun. Darüber und von dort aus zurückgeben. Das muss ich mal selbst micromanagen jetzt. Da komme ich nicht dran vorbei. Ja. Ja, Sir. Ja. Ja, ihr. Ba, 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 ba. Ja, ihr. So, ich kann mich jetzt ein bisschen auch. Hi. Schön, dass ihr alle gar da hier gekommen seid. Kann sein, dass es immer zufällig ist, was für Einheiten in Viererpacks angreifen. Weil jetzt kam ja letztens mal vier Notenmods. Es kommen immer Einheiten in Viererpacks, ne? Einmal kamen jetzt auch dann diese vier Teufelszungen. Statt dieser vier Teufelszungen kamen dann vier Notmods. Das ist irgendwie... Ja, ist halt doch... Ist halt überhaupt überlaufen. Oh Mann. Nein, was... Warum gehst du darüber? Bitte hör auf damit. Oh Mann. Das kann nicht euer fucking Ernst sein, ey. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Hm... Thank you.
Oh nein. Oh nein. Gestoppt. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit verloren. Nee, nee. Oh, jetzt bin ich schon wieder drauf gegangen. Okay, ich hätte gerne ein kleines bisschen langsamer. Was hier dran ist eigentlich was Gutes. Warum zur Hölle darf ich keine Vulkankanone? Ist das eine Einschränkung der Mission oder geht das nur mit irgendeinem anderen Gebäude? Ja gut, okay, gehen. Salzstreuer mal wieder weg, bitte. Gebäude verkauft. Ja, hi, schön, dass du da bist. Och, jetzt kommen drei Stück. Okay, die werden sich jetzt gegenseitig blockieren wie sonst irgendwas. Ja, wie viele denn noch? Aber ansonsten geht's euch noch gut, oder was? Wird gebaut. Gestoppt. Mal schön auseinander gehen, dass sie nicht zu viel auf einmal erwischt werden. Einheit verloren. Weit auseinander, weit auseinander. Ich glaube jetzt, Infanterie-Spam ist gerade ein echt guter Weg. Aber Infanterie-Spam kann ich auch effektiv machen, indem ich jetzt wirklich noch einen weiteren. Einheit verloren. Oh mein Gott, ich lebe immer noch. Nein! Oh, Shiitake. Lord Shiitake, bitte. Hilf mir mit deiner Pilzigkeit. Oh mein Gott, warum gewinne ich nicht gegen diesen blöden Kackpanzer? Der darf zuerst schießen, ne? Nee, okay, okay, okay. Neue Baumöglichkeiten. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird hergestellt. Die Soldaten ist okay, ist okay. Jetzt haben die den echt noch kaputt gemacht. Ich krieg die Krise. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich glaube, mit einem Neustart wäre ich halt wirklich besser dran, weil ich da von Grund auf einfach nochmal sauber alles machen kann, ohne jetzt die ganzen Missmanagements, die ich immer wieder zwischenzeitlich hatte. Beispielsweise, als ich jetzt wirklich die Gleitiger gekauft habe, was wirklich Geldverschwendung ist, weil die nicht gar nichts beitragen können, sobald sie nicht fliegen können. Oh mein Gott! Warum durfte ich die Vulkankanonen nicht bauen? Die könnten mir jetzt auch viel bringen. Lag's dran, dass ich. Ah, wahrscheinlich, weil ich die Kaserne nicht hatte? Das könnte sein, dass ich die Kaserne brauche dafür. Oh nein! Oh nein! Zu wenig Geld. Gestoppt. Einheit bereit. Infanteristen könnten mir da bestimmt helfen, zu einem gewissen Grad. Einheit bereit. Einheit verloren. Manche Infanteristen, ich hätte gerne auch. Einheit verloren. Oh shit. Oh shit. Einheit verloren. Nicht überfahren lassen! Jetzt habt ihr den Narren aufgebunden, ey. Jetzt will er das unbedingt. Gestoppt. Einheit bereit. Das ist gerade die Hölle. Das ist meine ganz persönliche Hölle. Einheit bereit. Einheit bereit. Okay, ich setze. Meine Grenadiere könnten ja auch helfen. Gerade gegen diese Typen von Gegnern. Aber erstmal, ich glaube, Masse anlassen an Dacker. Lässt mich hier gerade überleben. Wird gebaut.
Bau. Jetzt müsste ich doch eigentlich bauen dürfen, oder? Neue Baumöglichkeiten. Gestoppt. Ja, Tatsache. Und ich kann sogar einen RGB-Werfer machen. Okay, dann hätte ich gern den. Wird gebaut. Ja, ich bleib bei RGB-Werfer. Lasst mich. Wird gebaut. Alter. Hier macht's Boom. Bau abgeschlossen. Zu natürlich wenig Energie. Keine Energie. Meine Basisvulkankanone funktioniert, glaube ich, aber ich glaube das Ding nicht. Ohne Energy. Natürlich reicht jetzt auch die. Also aktuell, drei Sammler kommen da. Oh, rein. Ah ne, Moment, der funktioniert. Bin überrascht. Und das Ding macht gut aus. Nein, das ist echt kaputt. Oh, fuck. Nee, halt. Das war jetzt auch einfach zu schnell. Das muss ich micromanagen, dass das Ding überlebt. Das ist dann doch zu wichtig. Ansonsten sitzen wir ja noch in 3 Stunden. Ich muss mal irgendwo einen Fortschritt machen, statt endlich ständig auf der Stelle sitzen, weil wenn da jetzt schon wieder meine über 1000 Investitionen wieder in nichts verschwindet, dann wird das so schnell nichts. Oh, ja, das Ding ist schon echt gut, wenn es da mal trifft. Dann muss es nur kommen. Wird gebaut. Wisst ihr was, ich werde jetzt noch einen zweiten Basisturm dazusetzen. Das kriegt eine Vulkankanone, dass wir gegen beide Arten von Angriffen gewappnet sind. Wird gebaut. Und jetzt brauchen wir Titan. Gebaut. Bau abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Ja, bitte starten. Nein. Ja, bitte, alles klar. Wird hergestellt. Einheit bereit. Sammler wird angegriffen. Ja, bitte, wird ausgeführt. Gestoppt. Erwarte Anweisung. Einheit bereit. Sammler, geh mal weg. Geh mal ganz weit weg. Geh mal ganz in ganz weit entferntes Land, wo es alles toll ist und schön. Ich brauche jetzt eigentlich eine kritische Titanmasse, ansonsten hänge ich hier noch ewig. Okay, schlecht. Oh ja, der läuft in meinen RGB-Werfer, sehr gut. Das Team macht aber auch einen Damage, ja, alter Falter. Na, doch auf die eigenen Leute. Ein Problem. Okay. Bitte wieder reinkommen, danke. Alter Falter, ey. Das wird doch immer schlimmer mit den Gegnerangriffen, ne? Wie viele Speicherstände möchten Sie? Alle. Genug, um auch heutige Festplatten zu überfordern, bitte, danke. Wisst ihr was? Ich hätte gerne nochmal einen Basisturm da unten. Bau abgeschlossen. Gen Süden kann jetzt auch was passieren. Ich habe es schon gecheckt. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. So, jetzt hätte ich gern Titanen so langsam und dann wird es vorangehen. Wenigstens gibt es hier keine Raketen. Mittlerweile weiß ich übrigens, dass ich das Feuersturmsystem, jetzt kann ich mich auch erinnern, dass man das auch gemacht hat, dass man das Feuersturmsystem tatsächlich verwenden kann, um Raketen abzuwenden, wie diese Streuraketen, die auf mich drauf kamen. Im Werfer braucht man Double Layer, weil der erste Layer kann nur die Rakete abfangen in der Luft, aber dann kommt noch der Streueffekt raus, was immer noch Gebäude schädigen kann. Das heißt, man braucht noch einen zweiten Layer, um die Streuraketen dann abzufangen. Zumindest wenn es diese Streuraketen sind, weil in Tiberien-Raketen reicht, glaube ich, sogar ein Layer.
Aber ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Ich glaube, Nord hat doch später noch... Hatten die nicht noch ein Nuklearsilo? Oder waren es nur diese Streuraketen? Cyborg zur Stelle. Einheit bereit. Oh nein, jetzt kommt dieser Schissel. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was zur Hölle? Seit wann habt ihr MGs? Sieht zumindest irgendwie so aus. Hier trifft irgendwie keine Sau, kann das sein? Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Aber es hat funktioniert. Gut, okay, das haben wir auch gemacht. Einheit bereit. Okay, vierte, so langsam haben wir eine Titanenzahl, mit der wir was machen können. Ja, ihr? Einheit bereit. Gas! Ich meine, die gegnerischen Sammler anzugreifen und sie auszutrocknen, wäre natürlich die Idee, aber dann würde ich die Gegner natürlich auch zu mir locken. Aber das könnte ich auch zu meinem Vorteil nutzen, weil ich habe jetzt eine Basisverteidigung, die zumindest ein bisschen was bringt. Das heißt, ich könnte mal hergehen und schauen, dass ich die vielleicht einmal anpoke. Und dann kommt die größte Flut, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich sehe schon kommen, dass ich es bereuen werde, aber was soll's. Erledigt. Erledigt. Hi. Hi. Einheit bereit. Yes, yes. Erledigt. Ich hätte jetzt auch gerne mal eine Werkstatt. Wird gebaut. Eine Werkstatt was? Hä? Einheit bereit. Ja, ihr Einheit bereit. Yes. Wird gebaut. Okay, so, hallo Sammler, du siehst mir ja mal lecker aus. Ich glaube, Maugriffpanzer haben gerade Vorrang. Erster. Zweiter. Ein Titan werden wir verlieren. Dritter. So, mal gucken, ob die Gegner zu uns kommen. Höchstwahrscheinlich ja, weil darauf sind sie eingestellt. Zack, aber ein Sammler kaputt. Bau abgeschlossen. Ich werde euch jetzt austrocknen. Einheit bereit. Ja, erledigt. Einheit bereit. Wird repariert. Ich habe hier keinen Strom. Wird gebaut. Wie ein Tarnpanzer kam. Einheit bereit. Einheit repariert. Einheit bereit. Ah, hi. Ich meine, ich könnte jetzt auch mal hergehen und versuchen, ob ich tatsächlich... Nein. Einheit verloren. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Was wollte ich probieren? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wird gebaut. Wird repariert. Ah ja, genau. Heliport, ob ich doch Orcas bauen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Onkel Kane sagt nein. Bau abgeschlossen. Oh ja, ungefähr. Das Kane sagt, ist mir eigentlich egal, ne? Zumindest jetzt, aktuell noch. Braucht noch ein paar Missionen, bis wir soweit sind, dass wir uns drum scheren. In der neuen Kampagne dann. Hi. Einheit bereit. Okay. Zu wenig Geld. Jetzt blättert sich so langsam die Wende, sage ich euch. So, gucken wir mal, aber mich würde es sehr stark wundern. Zu wenig Energie. Doch, ich darf? Okay, das vorher zu wissen, hätte natürlich auch einiges geändert. Dann hätte ich nämlich vielleicht mit Luftangriffen gearbeitet, statt mit... Ja, hi. Bitte reparieren, danke. Sammler wird angegriffen. Titan. So, ich folge mit dem Sammler. Geht nach da rechts oben. Das heißt, wir müssen auch diese eine Artillerie auf jeden Fall loswerden. Da kommen wir nicht dran vorbei. Diese Mission ist böse. Die Map ist gar nicht mehr so groß, ne? Obwohl, nach rechts geht hier noch sehr weit. Kuckuck. Kommen wir da nicht irgendwie hin? Komm, wir können doch irgendwie da hochschießen, oder? Ja, geht doch. Einheit verloren. Einheit bereit. Ah, nee. Okay, alles klar. Ich kann den ja nicht mal aufnehmen. Ja, wir schnittern.
Gebäude verkauft. Dann habe ich nichts gesagt bezüglich der Strategie, das mit Orgas zu machen. Bereit. Irgendwie scheint Nord aber gerade überhaupt nicht drauf zu reagieren. Die Angriffe scheinen alle geskriptet zu sein irgendwie. Weil es auch irgendwie immer diese gleiche Anzahl an Truppen ist, die da so leicht kommen. Und sie reagieren auch weniger, als sie sollten. Einheit bereit. Zu wenig Geld. Das ist diese Explosion überall, die irritieren mich echt. Da irritieren mich ihre Tiere. Die ihre Taten tun. Mann, hört doch auf, mich zu verwirren. Indem sie überall Bumm macht. Ah, was sehen wir denn da? Oh, Tarngenerator, ich sehe schon. Nämlich, du bist kein Tarnpanzer. Ich weiß, du wärst gerne einer. Das war ein Reparatur, okay. Kannst du mich bitte reparieren? Aber ohne Saft, keine Kraft. Oh, hi, Obelisk. Ich würde gerne Operation, keine Saft, keine Kraft weitermachen, danke. Zu wenig Energie wird gebaut. Wir haben immer noch Energie. Genug zumindest. Ich muss eigentlich bloß irgendwie durch den Obelisken durchlaufen können, alles andere ist egal. Andererseits, ich kriege auch zerstört. Einfach drauf pushen und kaputt machen. Easy. Einheit verloren. Einheit bereit. Er hat sogar verkaufen können. Das ist gemein. Da ist noch eine Arti. Einheit verloren. Einheit bereit. Einmal bitte die Kraftwerke loswerden, bitte, danke. Ah, da oben. Das ist wahrscheinlich noch ein Riesenstützpunkt da oben, den ich gar nicht gesehen habe. Zu wenig Geld. Alles auch einfach sneaky geblieben. Ah, ach du Heile, das ist tatsächlich ewig viel. Da ist der verdammte Tankgenerator. Ich mach uns einfach alles platt. Ich sehe es gar nicht ein, da irgendwie Gnade walten zu lassen. Also jetzt irgendwie, beziehungsweise irgendwas einzunehmen. Nö, nö, das wird einfach alles zerlegt. Einheit bereit. Wie viele will der eigentlich noch von den Dingern bauen? Ja, ihr könnt auch nichts bauen in der Richtung, ne? Ich glaube, Nord ist da auch ein bisschen verwirrt. Was Lufteinheiten angeht. Die bleiben einfach am Boden. Einfach so. Zu wenig Energie. Einheit bereit. So, noch die Hand von Nord weg und dann ist der eigentlich sterilisiert. Oh, das sieht gut aus. Okay, ja gut, okay. Das ist aber, diese Startschwierigkeit ist die einzige Schwierigkeit, die es in der Mission gibt. Sobald du dazu kommst, eine halbwegs dich zu fassen und dann die Produktion zu starten, dann geht's wieder. Alter Falter, das war jetzt wirklich so oft kurz. Es ist gut, okay, ich musste ein bisschen speichern und laden, um ein paar Fehler zu beheben. Aber halt wirklich, weil das wirklich so Augenblicke sind, wo es heißt, okay, entweder ich spiele jetzt diese ein, zwei Minuten nach, wo ich den Fehler gemacht habe, oder ich spiele nochmal eine halbe Stunde bis zu diesem Punkt. Es gibt ja einige so absolute Absolutisten, die sagen, gar nicht speichern, gar nicht laden, aber für eine private Challenge ist es okay, aber für ein Let's Play, ja, schwierig einzuplanen, wenn man sagt, jede Mission dauert 2 Stunden, weil ich jede halbe Stunde neu starte. Deswegen war auch Variabilians extrem Let's Play unfreundlich, wie ich finde. Weil selbst wenn ich sage, okay, ich mache keine 2-Stunden-Parts und ich schneide es irgendwie zurecht, dass ihr nur den Erfolgreichen ranseht oder sowas, das ist halt einfach, du verdreifachst halt einfach den Zeitaufwand, den das Projekt mit sich bringt.
Da könnte ich wahrscheinlich nach aktuellem Zeitplan nichts anderes als Command & Conquer machen. Alle anderen Projekte müsste ich fallen lassen dafür. Ah, halt zurück, die laufen noch ohne Strom. So, mal noch ein Fabrikchen. Echt verdammt lang, große Verteidigung. Zu wenig Energie. Oh, das sind wieder ein paar, okay. Ja, jetzt kriegen wir es hin. Einheit bereit. So, wenigstens gibt es in dieser Mission mal keine Laserzäune, wo ich hier jeden einzelnen zerflügen muss. Wenigstens in der Hinsicht werde ich verschont. So, guck mal weiter, Gensui. Einheit verloren. Vielleicht sind da noch irgendwo Einheiten übrig. Wenn, ja, extra so viele Titanen, weil wenn da eine Artillerie ist, brauche ich mehrere, um die zu stürmen. Die Stellung. Kriege ich in der letzten Mission eigentlich endlich mal... Wir spielen ewig lang GDI und haben nicht ein einziges Mal die Ionenkanone gesehen. Wahrscheinlich wieder wie in der letzten Mission, ne? Wie schon im ersten Mal in Conquer. Der GDI fährt jetzt ein... Ah, stimmt übrigens, wir hatten die ganze Zeit eine Ionenkanone, ne? Können wir mal einsetzen. Alles vorher einfacher gemacht, aber... Gut, okay, beim Ionensturm wahrscheinlich nicht. Aber anderen Missionen, oh ja. Wäre ganz nett gewesen. Danke. Oh, was für saftige Tiberiumfelder. Oh, wie groß die gewachsen sind. Und Alter, wie viel Artillerie. Aua. Hört auf mit dem Scheiß. Pfui. Nein, Kane, aus. Nimm das aus dem Mund. Einheit bereit. Okay, sieht gut aus. Okay. Cyborg zur Stelle. Läuft. Zu wenig Energie. Ja, ist okay. Wo sind jetzt noch Gegner? Ich habe auch kein Radar mehr. Das ist gar nicht mal so einfach, ne? Das ist jetzt eher ein fröhliches Raten. Ernsthaft, dieser LKW zählt dazu, oder was? Gehörst du zum Team, ja? Nichten sie alle, dann halt wahrscheinlich zieht der LKW dazu. Schauen wir mal. Wir werden es gleich rausfinden. Tatsache. Das war eine Heilung. Ja, verarscht mich, als hätte ich auch nur eine Lufteinheit in dieser Mission gehabt. Na ja, kommt die ganze Luftflotte. Wenn das mir zeigen soll, wie ich diese Mission hätte lösen sollen mit dem EMP. Okay, EMP lasse ich mir noch durchgehen, aber diese riesen Luftflotte, die da kommt, das ist ja mal so richtig Fake News, ey. Schön, wunderbar. Dann hätten wir das geschafft. Und machen weiter. Beim nächsten Mal mit der letzten Mission, mit Mission 18 der GDI. Bis dahin, bye bye.